Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, am kommenden Sonntag, den 9.10. in diesem Jahr, findet der Welthospiztag statt. Und ab der Woche vom 10.10. die Hamburger Hospizwoche. Dafür ist mein heutiger Gast Herr Dr. Markus Faust, Chef unserer Palliativmedizin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Faust. Guten Morgen, Herr Ruf. Danke. Hospizwoche und Palliativ, was unterscheidet die beiden Angebote? Der Unterschied zwischen Hospiz und Palliativ ist gar nicht so groß, wird aber in einem Punkt sehr häufig verwechselt, und das betrifft die Versorgungsbereiche. Auch wir als Palliativstation werden häufig als Hospiz bezeichnet oder mit einem Hospiz verwechselt. Der Unterschied ist aber dahingehend, in dem Hospiz verbringen die Patienten tatsächlich ihre allerletzte Lebenszeit, Tage, Wochen oder vielleicht auch mal Monate. Während wir auf der Palliativstation Patienten aufnehmen, die schwerpunktmäßig, aber nicht nur medizinisch versorgen, behandeln, auch Therapien durchführen, Maßnahmen durchführen und sie dann wieder entlassen. Ganz konkret bei uns sieht es so aus, dass wir 50% der Patienten auch wieder entlassen. Das heißt, entweder nach Hause oder in eine Pflegeeinrichtung oder in eine Hospizeinrichtung, wo dann die weitere Versorgung stattfindet. Und es ist auch so, dass Patienten wieder aufgenommen werden nach der Entlassung, zweimal, dreimal, je nach Bedarf. Je nach medizinischem Bedarf, genau. Und Krankheitsverlauf. Wie arbeiten wir denn mit dem Hospiz zusammen? Gibt es da einen Link zwischen Hospiz und Palliativmedizin? Ja, also einerseits natürlich die Entlassung in eine Hospizeinrichtung, aber wir haben auch ganz konkreten Kooperationsvertrag mit einem ambulanten Hospizdienst, mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Koordinatorin nimmt an unserer wöchentlichen Teamsitzung teil und die Ehrenamtlichen werden dann bedarfsweise in die Begleitung und Behandlung mit einbezogen. Das Schöne ist, das ist so ein Brückenschlag, denn der Kontakt findet hier im stationären Bereich statt. Und wenn wir die Patienten dann entlassen nach Hause oder in eine Pflegeeinrichtung, findet die Begleitung dort weiterhin statt durch den Ehrenamtlichen. Das heißt, das ist tatsächlich eine Kontinuität. Ein Brückenschlag, genau, für den Patienten. Welche weiteren Versorgungsangebote neben Palliativmedizin und Hospiz gibt es für diese Patientengruppen? Also im ambulanten Bereich muss natürlich die Versorgung fortgeführt werden. Wir haben da ganz klassisch die SAPV-Teams, die speziellen ambulanten Palliativteams, die dann die Versorgung im ambulanten Bereich übernehmen. Schwerpunktmäßig zu Hause, aber auch in Pflegeeinrichtungen möglich. Und natürlich die Hospize als stationäre Einrichtung dann. Also das ist so ein Dreiklang von medizinischer Versorgung. Genau. Jetzt gibt es ja nach wie vor Vorurteile vor der Palliativmedizin. So, wenn ich hierher komme oder hierher verlegt werde, muss ich sterben. Ist das denn so? Das ist tatsächlich so, und wir haben auch immer wieder Patienten, die hier zu uns auf Station kommen, und einer der ersten Sätze dann ganz konkret ist: Jetzt bin ich auf Palliativstation, jetzt muss ich sterben. Da müssen wir sehr, sehr viel Information, Aufklärungsarbeit leisten, denn das ist in vielen Fällen, wie gesagt, nicht der Fall. 50% der Patienten, das schwankt, entlassen wir wieder, und ungefähr 50% begleiten wir eben bei uns dann auch. Aber wichtig ist, dass die Patienten eher frühzeitig zu uns kommen, davon profitieren sie hinsichtlich der Lebensqualität, aber auch hinsichtlich der Überlebenszeit. Wir kooperieren, arbeiten interdisziplinär mit den anderen Fachabteilungen zusammen, und die frühzeitige Anbindung ist da sehr, sehr hilfreich. Jetzt machen wir noch einen Link zur Hamburger Hospizwoche. Da haben wir auch einen Anteil dran. Ja, wir beteiligen uns dieses Jahr mit einem Beitrag aus den Therapien, die wir hier auch auf Station anbieten. Die würdezentrierte Therapie am kommenden Freitag ist das um 17.30 Uhr hier bei uns in der Asklepios Medical School. Ein Beitrag mit Sabrina Görlitz, das ist unsere Storytellerin. Und ungefähr eine Stunde werden wir zu diesem Thema dann ganz konkret auch an praktischen Beispielen erzählen. Ja, also wer darüber mehr erfahren möchte, der möchte in dem Podcast mal so ein bisschen zurückscrollen. Da haben wir einen separaten Podcast für dieses Leistungsangebot, was sehr besonders ist. Und wer Esel Emil noch nicht kennt, der muss noch ein bisschen weiter zurückscrollen und wird auch diesen in einem unserer Podcasts finden. Ich danke Ihnen sehr für diese sehr sinnstiftende Arbeit, lieber Herr Dr. Faust, und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Hamburger Hospizwoche und Ihnen allen eine gute Woche. Vielen Dank.